Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich bin Oscar und ich stelle euch heute die Fitness-Oscar Protein-Himbeermuffins vor und die sehen so aus. Falls ihr das Rezept gerne sehen wollt, wissen wollt, wie man die zubereitet, dann bleibt dran. Das sind einmal im Überblick die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen, da wir heute Himbeermuffins machen, ihr könnt auch Blaubeermuffins machen, Erdbeermuffins, Apfelmuffins, Bananenmuffins, sonst was. Die wird es auch in Zukunft auch auf meinem Channel als Rezept geben. Wir fangen aber erstmal mit den Himbeermuffins an. Und ich habe hier 80 Gramm gefrorene Himbeeren. Die sind aber jetzt nicht mehr gefroren, weil ich die aufgetaut habe. Wir brauchen dann Weizenmehl, die genauen Mengenangaben werde ich euch noch geben. Dann haben wir Proteinpulver, ein Ei, Backpulver, Halbfettmargarine, Speisequark, Magerstufe und Vanilletropfen. Die sind kalorienarm und die gibt es in der Beschreibung zu kaufen. Diese Muffins werden natürlich kalorienarm sein, proteinreich, fettarm, also sehr gut für die Diät geeignet, um den Heißhunger zu stillen. Wir werden jetzt den Teig für 4 Muffins zusammenmischen und zuerst kommt 80 Gramm Magerquark in die Schüssel. 10 Gramm Margarine. Mit dem Mehl und dem Proteinpulver ist es so, je nachdem wie hoch der Proteingehalt eurer Muffins sein soll, müsst ihr mehr Proteinpulver reintun und weniger Mehl. Das Verhältnis sollte immer 1:1 betragen. Ich brauche heute nicht mehr so viel Eiweiß, deswegen werde ich das Proteinpulver ganz weglassen und 80 Gramm von dem Weizenmehl hereintun. Ihr könnt es zum Beispiel 50-50 machen, dann braucht ihr 40 Gramm Mehl und 40 Gramm Proteinpulver. Ein Teelöffel Backpulver. Das entspricht ungefähr 5 Gramm. Ein ganzes Ei. Von den Vanilletropfen könnt ihr, je nachdem wie süß ihr die Muffins haben wollt, mehr oder weniger hereinmachen. Ich mache ziemlich viel davon rein, da die Muffins ja auch süß schmecken sollen. Und dieser Süßstoff hier hat keine Kalorien, ist deshalb also besser als Zucker und schmeckt auch noch nach Vanille. Und ich nehme 50 Tropfen davon herein. Und jetzt wird die Masse erstmal umgerührt. So ungefähr sollte dann die ganze Masse aussehen, nachdem man es verrührt hat. Und jetzt kommen zum Schluss auch die Himbeeren rein. Allerdings nicht alle 4 Himbeeren lassen wir noch zum Schluss übrig. Anschließend rühren wir das Ganze noch ein bisschen vorsichtig um. So ungefähr sollte das dann aussehen. Da ich leider kein Muffinblech habe, werde ich normale Tassen verwenden. Die Papierförmchen kommen so in die Tassen herein. Und anschließend packen wir den Teig durch 4 geteilt in jede Tasse. So ungefähr sollte das dann von oben aussehen und die übrig gebliebenen 4 Himbeeren kommen jeweils oben drauf. Die Himbeeren, die oben drauf sind, drückt ihr dann noch zur Hälfte rein und das Ganze kommt dann für ungefähr 10 Minuten bei ca. 200 Grad bei Ober- und Unterhitze in den Backofen. Jetzt sind die Muffins fertig. Ihr merkt das einfach, wenn sie fertig sind, wenn sie oben ein bisschen braun angebrannt sind. Und ich habe mich doch leider mit der Zeit total verschätzt. Die brauchen nicht nur 10 Minuten, sie haben bei mir 25 Minuten gebraucht. Jetzt müsst ihr die Muffins natürlich noch abkühlen lassen und dann könnt ihr sie herausholen. Hier haben wir die fertigen Fitness-Oscar-Protein-Himbeer-Muffins
Und ich werde euch mal die Kalorienangaben für 4 von diesen Muffins vorlesen. Das sind insgesamt 460 Kalorien. Also ein Muffin hat nur knapp über 100 Kalorien. Geeignet für die Diät. 24 Gramm Eiweiß, aufgerundet 25 für diese Muffins. Und 65 Gramm Kohlenhydrate und nur 10 Gramm Fett für die alle 4 insgesamt. Und das Protein-zu-Kohlenhydrat-Verhältnis lässt sich, wie gesagt, noch sehr stark variieren. Ihr könnt das extrem High-Protein und Low-Carb auch zubereiten. Ich brauchte heute nur noch 25 Gramm Eiweiß, deshalb habe ich kein Proteinpulver benutzt und dafür Mehl anstatt dessen. Falls euch das Video gefallen hat, dann schaltet gerne öfters auf meinem Channel vorbei, denn solche Rezepte werden folgen.